Oh, Rucksack, Backpack. Map die Karte. Okay, gut. Warte. Aber ganz schnell jetzt, Richard. Siehste, aber das habe ich doch schon so oft probiert jetzt. Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu diesem neuen Video, zu einem neuen Part von Metaphobia. Mein Name ist Damarip und wir machen heute hier weiter mit der Story. Beim letzten Mal sind wir ja in den Hochsicherheitstrakt, in irgendein Gefängnis, gegangen, um dort mit Michael Coltrane zu sprechen. Einem Mörder, der ja mehr Informationen für uns hat. Und das letzte Mal ging es ja irgendwie darum, also wir haben ja mit diesem Ex-Polizeibeamten oder Detective oder so gesprochen. Und der meinte, ja, Michael Coltrane, geht zu dem hin, befragt den, der weiß bestimmt auch noch was. Und wir haben dann erfahren, dass Michael Coltrane damals auch was mit diesen Anschlägen auf berühmte Personen und Politiker irgendwie zu tun hatte. Dass er schon zu seiner damaligen Zeit 3 Morde irgendwie schon begangen hat und dass er dann irgendwie nochmal einen Auftrag bekommen hat, den er eigentlich ablehnen wollte, weil nach den 3 Morden sollte das endgültig irgendwie finito sein. Er hat aber trotzdem zugesagt und die Person, die er eigentlich hier um die Ecke bringen sollte, hieß Tyler Crean und Richard meinte irgendwas von wegen, ja, er kennt diesen Tyler Crean, weil dieser mit seinem Vater irgendwie zusammengearbeitet hat. Ich glaube, hier bei, wo unser Vater sich doch bewerben wollte, hier zur Wahl für den Bürgermeister, dass halt Tyler Crean da irgendwie sein Kollege war oder oh, ich weiß jetzt nicht, wie man das halt sagt, hier im Wahlkampf sein Berater oder so war. Naja, und dann ist aber irgendwie alles eskaliert, meinte Michael. Er ist dann auch irgendwie psychisch ein bisschen labil geworden und ja, nie mehr dann gesehen. Hier in der Öffentlichkeit wird er auch als Crazy Mike irgendwie genannt oder bezeichnet, weil er halt wirklich nur noch wirres Zeug redet. Und naja, ich vermute ja immer noch, dass, was auch damals Judy gesagt hat, dass halt irgendeine geheime Organisation oder so eine Mafia oder was auch immer die sein sollen, alles irgendwie, dass das auch miteinander verbunden ist, je nachdem. Und naja, heute, und das haben wir auch beim letzten Mal besprochen, werden wir uns mal die Wohnung von Mike anschauen, weil Richard meinte irgendwie, ja, Jody, kannst du da mal was herausfinden? Ja klar, hier ist die Wohnung, aber du musst aufpassen, dass irgendwie so ein Gangsterviertel oder so, ich habe keine Ahnung. Aber wir werden uns heute mal die Wohnung von ihm anschauen. Ich werde jetzt erstmal nochmal einen Schluck trinken. Das ist wichtig. Weil es ist wieder sehr warm. Es ist sehr warm. Weshalb ich auch hier mit meiner Strickmütze sitze. Nein, meine kleinen Kopfhörer haben irgendwie nur einen Geist aufgegeben. Jetzt habe ich die großen Kopfhörer an. Und ich muss immer noch eine Mütze drüber ziehen, sonst tun dann nach einer Zeit meine Ohren weh. Ja, also heute wird es allgemein sehr heiß hier bei uns. So, Mike's Apartment, wir starten direkt rein. Whoa, this place is a mess. Oh, nicht mehr viel da, würde ich mal sagen. Okay, es ist halt alles zerstört. Aber ich glaube, ja, jetzt wo ich mich wieder dran erinnere, ich glaube, Jody hatte das erwähnt, dass halt die Wohnungen hier eliminiert wurden. Das Einzige, warte mal, mit was können wir alles hier interagieren? Mit den Fenstern, mit dem Tisch, der schon irgendwie so komisch farblich hier heraussticht, mit der Wand, mit der Heizung. Ich mache erst mal das Fenster. Beautiful view of one of the worst neighborhoods in the city. No thanks. Also halt die Aussicht auf eine sehr schlechte Nachbarschaft hier. I can't see any use for this thing. Okay, kein Nutzen für die Heizung. It seems hollow. Es ist hohl in der Wand. Okay, interessant. Und der Tisch? Oh. There's no point in destroying the table completely.
Okay, es gibt keinen Grund, den Tisch komplett zu zerstören. Wir haben jetzt so ein Dings da. So ein Bein vom Tisch. Können wir das hier kombinieren? Ja, tatsächlich. Okay. Dann Finger mal rein, Richard. There's something in here. Look at that. A map. Oh, Rucksack, Backpack. Map, die Karte. Okay, gut. Was eine Karte. Kann ich die... Ach nee, warte mal, wie war denn das? A map I found in Coltrane's apartment. It looks like it leads into the woods. It shows the coordinates of the hut where Coltrane held secret meetings with those people. Whoever they are. At least I hope that's where it leads. Mm. Okay, also das ist eine Karte, die in irgendeinem... Also die irgendeinen Wald zeigt. Und anscheinend ist das irgendwie... Also das X hier markiert ist drauf. Irgendeinen Treffpunkt, wo halt Coltrane sich damals mit seinen Auftraggebern irgendwie getroffen hat. My clothes aren't expensive, but they are very comfortable. Nee, was ist denn jetzt, wenn ich die Karte mit dir... Nein, nicht die Pillen. Die Karte hier mit dir... This map is crumpled and dusty. It must have been laying around Coltrane's apartment for a while. Ach so, ich muss die cleanen oder was? Warte mal. Geht das mit... I'd rather not. I'd rather not. Das war... The access card Judy loaned me. The police use it to open any electronic... Ach so, das war das. Das Geld können wir Jody anrufen und ihr das sagen? Hello. Hey Judy. How are you? I'm fine. What's up? Nothing. Just saying hello. Richard, I'm a little busy at the moment. Oh, okay. I'll talk to you later then. Ich verstehe. Ja, important. Sure. Wir haben eine fucking Karte gefunden. Ist das nicht wichtig? Okay. Gut. I can't see any use for this thing. Also, Heizung. Können wir... Weil wir können gehen. Jetzt ist halt die Frage, ob wir dann hier endgültig dann gehen oder ob wir dann stupid sind und irgendwas vergessen. Wir haben noch die Pillen hier von dem Detective, den wir da damals verarzten mussten. Warte mal, wir gucken uns nochmal alles an. Das war die View. Das war das. Dieses Dings. Nee. There is nothing else in the wall. Da ist nichts weiter drinne. Dann gehen wir. Dann gehen wir. Oh, Hut? Hut? What? Okay, das ist jetzt neu. Ach, Hütte im Wald. Ach, das ist das, was Richard meint. Ach, sag das doch gleich. Okay, ich hoffe mal übrigens, dass das so mit den Voices geht. Ich mach mal... Nee, ich lass mal die Musik so. Aber die, das Voice-Acting, das mache ich ein bisschen lauter, weil ich habe auch im letzten Part so ein bisschen, wo ich mir den nochmal angeschaut habe, da dachte ich auch so im Nachhinein, okay, die Leute, die halt hier sprechen könnten, ein bisschen... I'm not gonna lie. This place gives me the creeps. Bisschen lauter sein. No one has stepped foot in this part of the forest in years. Okay, gruseliger alter Wald, wo er schon seit längerer Zeit keinen Fuß mehr reingetreten hat. Ja, okay. Will ich in die Hütte? Ich weiß es gar nicht. Wir gehen. Fuck this shit. Wir gehen. Und kommen wahrscheinlich nie mehr lebend raus. Oh mein Gott. Ist das Blut? Oh. Okay, wir haben jetzt irgendeinen... Brett eingesammelt. Was ist hier? Irgendwelche Jacken. Hier ist was. I don't need that. I don't need that. Ist irgendeine Box oder so. I don't need this junk. Kein Müll brauchen wir. Ja gut, dann gucken wir mal die Sachen an. I'll take this piece of rope. Ach, das ist... Ach, das war ein Seil. Na, sag mir das doch mal gleich. Okay. Oh, let's go. Let's go, Leute! Well, well, well. What do we have here? A secret door.
wonder what's down below. Ja, ich frag mich auch. Ich möchte eigentlich gar nicht. Also, ich habe jetzt nicht so Schiss, dass irgendwie wir einen Jumpscare jetzt abbekommen, aber trotzdem. Jesus Christ, Alter. Okay. Wirklich wie so ein separater Untergrund. There is something deeply unsettling about this place. I don't like it. I should look around and get back to the city as soon as possible. Ja. Nicht, dass wir hier unten eingesperrt werden und hier versauen. I can't see anything. Kann ich nicht, wie ist denn das hier eigentlich? Kann ich nicht, warte mal. Kann ich nicht mit dem Handy irgendwie Licht machen? Nö. Ja, lol. Wie ist denn das jetzt gemeint? Ich habe ja keine Taschenlampe oder so. The smartphone I borrowed from Ruban's office. I hope he won't. Nee, ich will, kann ich nicht. Ach fuck, warte, ich darf das, glaube ich, nicht so machen, sondern so. I shouldn't make any calls from Ruban's phone. It's already risky just having it in my. Ach so, auch nicht. Using Ruban's phone as a flashlight is a good idea. Unfortunately, the battery's dead. Ah, okay. Jetzt, das erklärt alles. Also er hat auch meinen Vorschlag so von wegen, ja, mach das. Aber, warte mal, kann ich das? Why would I do such a thing? Ich weiß es nicht, warum du das machen würdest. Kann ich das cutten? I shouldn't cut that. I might need it. Okay, wir haben hier irgendwelche Umhänge. Ja, okay. Also er sagt, er kann hier nichts sehen. I can't see anything. Ich habe jetzt auch nicht irgendeine Taschenlampe oder so. Dann müssen wir wieder hoch. Und ich bin mir ganz sicher, oben wartet jemand auf uns. Ganz sicher, Leute. So, klettern mal wieder hoch. Doch keiner da. Oh, das ist noch gruseliger. I don't need that. Ist hier nicht noch irgendwas? Oh, was ist das? Was ist das? I might find a use for this wax block and that wooden stick. Was? Why would I do such a thing? Warte. A block of wax. It's hard. Wachs und? A solid wooden stick. It's small, but durable. Warte mal. I don't have to cut that into pieces. Warum nicht? Weil dann hätten wir uns... Warte. Ich weiß, was der will. Der will eine Fackel. I don't think that's gonna work. Wir wollen eine Fackel bauen. Warte mal. Nein. Warte. Das ist doch die Idee, richtig? Wir wollen jetzt uns eine Fackel bauen. I can't just do that. No. Das? Why would I do... Ich hab's jetzt verstanden. Das ist Wachs. Und das brennt doch, oder nicht? I'd rather not. Rather not? This is a good idea, but the wax is too hard right now. Okay, also, egal wie, ich muss jetzt das Wachs... Oh mein Gott, wir müssen zu uns in die Wohnung. Warte, aber ganz schnell jetzt, Richard. Ganz schnell, Home. So, und jetzt nehmen wir das Wachs hier und schmelzen. I could heat this on the stove, but I don't want my whole apartment to smell. I should do it somewhere else. I'll leave it where it is. Ach so, das ist der Deckel. Okay, warte mal. Kann ich nicht mir irgendwas hier aufbauen? Ja, tatsächlich. Kann ich. Okay, jetzt das Wachs drauf. This wax block is as hard as a brick. Warte mal, aber wir haben das jetzt da hingelegt. This stick is made of solid wood. Warte. Wir haben das jetzt da hingelegt. I don't have to cut that into pieces. That's not the... Nee, warte. I don't have to Kann ich das nicht ver... No, that's not... Das kann ich nicht miteinander verdünnen. So, warte mal, den Stick. Ach, fuck, jetzt habe ich es gelöscht. Using this on the wooden board won't do anything. Nein, aber jetzt habe ich... Warte mal, was sagt er denn jetzt dazu? I don't need that. Pff,
Jetzt haben wir das wieder eingesammelt. Warte, was? Wir haben das da jetzt hingelegt. Nicht aus irgendeinem Grund. So. Jetzt, das müssen wir schmelzen. Können wir das nicht irgendwo... Wo? Using this on the wooden board won't do anything. Wir müssen es schmelzen. Aber wo? Zum Henker? This is the map that leads to the old hut where Coltrane met with those mysterious people. Ja, ja. Warte mal. This is a good idea, but the wax is too hard right now. Ja, ja, ich muss das dann mit dem kombinieren. Why would I do such a block of wax? It's hard. Warte mal, warte mal. Ich nehme das nochmal runter. Mach das, warte mal, vielleicht muss ich es ja quetschen. I could put that in the basket, but it won't help. Nee. Those are too big to carry around. Warte, 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 warte. The stick alone on the bus. Also es hat schon was damit zu tun, dass das da drauf ist. Jetzt vielleicht der Stick? Richard, this is a bad idea. Please try not to burn down the whole forest. Doch! Oh mein Gott, Alter! I actually made fire. Siehste, aber das habe ich doch schon so oft probiert jetzt. Der wollte mich nicht lassen. Okay, jetzt können wir aber das Wachs schmelzen. Nice. I've melted the wax. So? Und jetzt können wir... Call me a craftsman. I actually made myself a candle. Okay, okay. Und jetzt candle burnen? Now that I've lit the candle, I can put this out. I don't want to be responsible for a forest fire. Okay, jetzt haben wir das aus und jetzt haben wir eine brennende Kerze. Super, jetzt gehen wir hier runter. Oh, ich hatte wirklich, Leute, ich hatte jetzt wirklich schon die Sorge, dass ich nachgucken muss. Weil ich habe das aber so oft da eigentlich schon kombiniert mit diesem Stick und mit dem. Und trotzdem sagt er zu mir, ne, versteht er, das war irgendwie... Okay, jetzt können wir hier uns das angucken. Hm, what's this? These two pieces of paper have some interesting symbols on them. They appear to be different languages, though. I wonder what they mean. Okay, irgendwelche Zeichnungen mit Symbolen und ach du Scheiße. I don't recognize these symbols. Ja, ich auch nicht. Hä? Okay, interessant. Kann ich aber auch nichts damit machen? Okay, zurück. Und das hier? Strange-looking symbols. They don't look like any kind of human language I've ever seen. Nein, es sieht nicht aus wie irgendeine deutsche Sprache, englische Sprache oder irgendeine andere Sprache, die auf der Welt gesprochen wird. Vielleicht hängen hier wirklich Aliens mit zusammen. Das ist wirklich so eine keine Ahnung. Okay. Nothing else useful here. Ehrlich? Nothing else useful here. Ehrlich? Ich habe jetzt nur die fucking Kerze angemacht, damit du hier... Okay, aber wir wissen jetzt auf jeden Fall, dass wir diese Sachen haben. Und damit rennen wir jetzt zu Jody. Jody! Ja, auch die arme Kerze, Alter. Bleib hier! Bleib bei mir! Okay, gut, never mind. So. Aber wenn wir das jetzt haben... Gehen wir jetzt mal zu Jody, weil das ist jetzt hier doch richtig hochgradig. Oh, wir können jetzt auch gar nicht mehr in den Wald. Das ist jetzt weg. Das heißt, wir gehen jetzt zu Jody und zeigen ihr mal diese Schriftdinger hier. Ob sie das vielleicht analysieren kann für uns. Have you ever seen these? Nope. It's all Greek to me. What is it? Symbols, but I don't know what they stand for. Sorry, can't help. Oh, was ist denn heute los mit Jody, Alter? Nein, das wollte ich gar nicht. Ich wollte ihr das auch nochmal zeigen. What do you make of this? What's this? Something you drew? No, not exactly my style. They're symbols of some kind. Any idea what they mean? Beats me.
Maybe it's a secret language. Okay, irgendeine Geheimsprache, ja, kann ich... These two sets of symbols are completely different from each other. One set appears to be ancient writing, while the other looks more like a futuristic alien language. Okay, also das kleine sieht mehr aus als, wie ich jetzt auch gesagt habe, von Aliens geschrieben und das andere sieht halt aus wie irgendwas gekritzelt, bla bla bla. So, können wir uns damit dann nicht in der Bibliothek befassen? There's no time. Oder kann ich hier, Contrary to popular belief, you can't look everything up on the internet. I wouldn't even know where to start looking to translate this. I'm sorry to bother you again. Can you tell me anything about these symbols? Ach, er zeigt... Why, of course. These are ancient Sumerian symbols. Cuneiform, to be more precise. One of the oldest forms of writing. Wow, you really know your stuff. Are you able to read them? I recognize what they are, but I have no idea how to read them. That's okay. Thank you anyway. This has been very helpful. Okay, this is helpful. Those symbols are Sumerian cuneiform. I should look into that. No point in asking Judy for help with this. She's as much of a history buff as I am a sports fan. I'll do some research on my own. Ja, und wo kann ich das jetzt machen? Am Computer! Okay! Okay, okay, okay. Also es sind irgendwelche Symbole, aber ich habe davon von diesem Begriff auch noch nie was gehört. Sumerian. Let's see what this library has. Here's the most recent article, published a year ago. It says, From Archaeology to Psychiatry. Professor Dr. Cornelius Blake, PhD. A talented professor from St. George's University, is a well-known biologist. The professor's academic interests, however, extend beyond the biology courses he teaches at the university level. Blake's research in biology has made him a contender for the Nobel Prize. But he is also a historian and one of the nation's top experts on ancient Sumer and Egypt. He is one of a handful of people in the United States capable of translating ancient Sumerian cuneiform, from which he has received several awards. His accomplishments do not end there. He is also a brilliant mind in psychology and psychiatry. Most recently, he was part of a team from Washington Medical University that made historic breakthroughs in treating several challenging cases of schizophrenia. Interesting. I should visit the university and talk to Professor Blake. If he can translate Sumerian symbols, that would be a huge help. My guess is this secret society uses this ancient language as a code of some kind. Okay, also dieser Professor hat irgendwie damit was zu tun. Professor Dr. Cornelius Blake, Biologe. Wurde auch, glaube ich, schon für den Nobelpreis irgendwie nominiert oder hat den sogar bekommen. Und jetzt, der nächste Ort, wo wir hingehen, ist die Universität. Okay, weil ich weiß auch nicht. Also, ich habe noch nie was von diesen Symbolen gehört. Wenn ich dazu irgendwas finde, dann blende ich euch mal hier was ein. Aber ansonsten... hätte ich keine Ahnung, ob das vielleicht jetzt nur in dem Spiel so existiert oder ob es auch davon im richtigen Leben halt irgendwas gibt. Aber gut, das war's dann mit diesem Part, Leute. Das mit der Universität werden wir uns dann erst beim nächsten Mal reinziehen. Das heißt, wenn euch dieser Part gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert diesen Kanal und ganz wichtig, aktiviert die Glocke, damit ihr solche und andere Videos nicht mehr verpasst. Besucht mich doch gerne mal auf Insta. Ja, und dann sehen wir uns dann hier beim nächsten Mal wieder, Leute. Also bis dann, tschüss und macht's gut.